Stelle. Wie sieht die Ansaugbrücke hier aus? Sag mal. V6, Undercover. Nicht mehr in gutem Zustand. Was? Was in gutem Zustand? Ich sag, wie sieht die Ansaugbrücke aus? Ich sag nicht, wie das aussieht. Außerdem, das kann man noch polieren, Mann. Das ist doch kein Problem. Aber wie findest du das? Ja, eine Politur wäre nicht verkehrt. Ja, ich rede nicht von der Politur. Ich sag, hier, wie sieht die Ansaugbrücke aus beim Turbo? Du weißt ja, hier Turbo, ne? Und dann die originale Ansaugbrücke. Das also in der Materie kenne ich mich nicht so doll aus. Ja, normalerweise hast du hier diese Ansaugbrücke hier, Jill. Genau. Ja. So, ne, hier meistens kennen die Leute die Ansaugbrücke, die von der Seite kommen. Hier haben wir die von unten. Es war mir echt voll blöd, das Ganze, weil die Ansaugbrücke hat hier unten gesessen. Ne? Und dann hier, Schläuche waren im Weg. Hier, wir müssten teilweise hier für diese Rohre hier, die ganzen Sensoren hier, die mussten wir abbiegen, damit wir drankommen. Und das war echt nicht schön. Und das einzige Problem wäre dann, wenn hier mal ein Schlauch abfliegt, müssten wir wieder voll komplette Front nach vorne und damit wir den Schlauch wieder dran klatschen. Das wäre eine Arbeit, das wäre richtig blöd. So haben wir wieder alles original. Originale Ansaugbrücke. Natürlich haben wir jetzt natürlich einen längeren Weg. Ne? Das heißt dann auch weniger Leistung. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber werden wir sehen. Aber ich finde das so viel schöner, weil, guck mal, wenn du den so, wenn er jetzt fertig ist. Ja, doch, Optik auf jeden Fall geil. Optik VH6, ganz normaler VH6. Und hier hinten verbiegt sich natürlich oder versteckt sich natürlich der komplette Turbo. Ich finde es geil. Ja, auf definitiv. Ja. Okay, du hast jetzt gesagt, das gefällt dir hier nicht, ne? Weißt du, was ich jetzt eine Politur mache? Auf damit, jeden Fall. Jelle, ich würde die jetzt einmal komplett rausnehmen. Wird alles auseinanderbauen und wird es einmal für dich polieren. Einmal wegen dir hier. Einmal komplett korrekt. Polieren. Ja, der auch Stelle. Verdient. Und dann will ich es wieder einbauen. Das wird bestimmt geil aus. Ja, doch. Poliert und dann bauen wir nochmal alles ein. Mal schauen, wie das aussieht. Ja. Beste Ansaugbrücke. Geil. Das aus hier. Geil oder geil oder geil. Jelle, was sagst du? Hammer. Hammer, ne? Hammer. Für ein bisschen Arbeit. Ich habe erstmal 600er genommen, dann 1000er genommen und dann direkt poliert. Mit der Politur, was die Firma mir gegeben hat, hammergeil, kann ich euch nur empfehlen. Unten werde ich das Ganze verlinken. Dankeschön, dass sie mir das auch zur Verfügung gestellt haben. Echt geiles Zeug. Ne? Das sieht ja geil aus. Ein paar Minuten Arbeit. Ja. Und jetzt werde ich das schnell mal zusammenbauen. Hier, du siehst ja alles, wie eng war, ne? Und du musst dir vorstellen, hier war die Drosselklappe verbaut und dann mussten wir noch den Schlauch rein und dann, ja, das war mir alles zu riskant, weil die Schläuche waren alle davor, ne? Und jetzt stell mal vor, wir hätten Schlauch wäre abgerissen. Ja, und was dann? Front komplett abbauen. So haben wir die Originalfront. Wir haben es natürlich ganz wenig poliert. Sieht doch geil aus jetzt mit den roten. Ja, optisch auf jeden Fall. Optisch geil. So wird das Ganze jetzt sein. Hier natürlich die Ansaugung.
ne, Luftfilter. Ich versuche noch den originalen Luftfilter zu finden, wäre richtig nice. Und danach haben wir hier natürlich die Drosselklappe. Und dann muss ich natürlich sehen, wie ich das mache mit den Ladeluftrohren. Das mache ich schon irgendwie. Ne? Aber sieht doch geil aus. Und hier fehlt noch so ein Logo. So, ne? So ein Logo, Kfz-Fuzis. So. So, hier haben wir den Ahmed. Ahmed, grüß dich. Hi. Ahmed, du kommst von? Ich komme aus Rödinghausen. Das ist in der Nähe von Herford. Rödinghausen heißt das? Ja, Rödinghausen heißt das. Achso, wir haben hier auch Rödinghausen, deswegen. Ja, das ist. Viele kennen das auch über den Sportverein SV Rödinghausen. Ja. Die sind ja mittlerweile ganz stark. Ja. Ja, bin ja selber auch in der Tuning-Branche. Ja, das habe ich gehört. Ich komme dich mal besuchen. Dankeschön. Ne? Geile Projekte, die ihr hier habt. Dankeschön. Dankeschön. Wir feiern das alle. Dankeschön. Dachte, da musst du einen Tag mal vorbeikommen und mir mal reingucken, was ja, hier so gerne abgeht. Ich kenne ja deinen Bruder. Schöne Grüße an deinen Bruder. Mit dem rede ich ja immer ab und zu, philosophieren wir die ganze Zeit. Sehr, sehr netter Bruder. Gute Besserung von hier und ja, stelle dir auch nochmal gut. Schöne Grüße. Ja, mach ich, danke. So, du bist ja mehr in der Opel-Szene, ne? Genau, ich bin auch in der Opel-Szene. Du machst auch viele verrückte und, Sachen ja. Opel-Szene und so. Jetzt siehst du ein V6, kennst du dich so ein bisschen mit V6 ja, aus? Ja, ein bisschen in der Materie kennt man sich aus, man kennt das ja, die VW-Jungs sieht man ja auch bei YouTube, ein paar Kollegen habe ich auch, V6 Turbo fahren, das ist absolut der Wahnsinn, was die Motoren können und vom Klangbild, das übertrifft alles. Also du hast jetzt gerade erwähnt, du siehst Leute auf YouTube. Wem schaust du denn bei V6 Turbo? Also bei V6 Turbo gibt es ja halt den Turbo Gockel, ne? Ja. Seine Videos natürlich. Ja. Die Arbeit von ihm ist Bombe, ja. Einfach heftig, was dahinter steckt an Know-how. Und dann gibt es noch die bei RD 48 gibt es ja die Jungs, die filmen das ja auch. Genau. Und da sind ja auch, die gehen ja richtig heftig zur Sache mit Philipp Meile. Und ja, die sind richtig, die sind und, krank. Ja, dann ist das so schön, wenn man so ein Projekt auch mal zugucken kann, wie das überhaupt entsteht. Ne? Manchmal hat man da keine Einflüsse drauf, aber hier kann man es ja live sehen. Wie und du hast ja jetzt, du siehst ja die Ansaugbrücke jetzt. Hast du so schon mal ein Turbo gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Mit so einer Ansaugbrücke. Jell hinter der Kamera ist hier auch Opel-Spezialist. Hier Jell, was sagst du? Ich bin der Meinung, dass der mehr Leistung an Leistung raushaut. Okay, Ahmed, du kennst dich ja auch aus. Weil hier ist was meinst du, wenn wir hier Leistungseinbüßen haben mit dieser Ansaugbrücke? Also ich würde ja vermuten, dass das untenrum sehr leistungsstark sein wird vom Drehmoment her, aber obenrum dann die Kraft ausgeben wird. Aber es kommt, man muss da halt einen Kompromiss eingehen. Das ist halt wahrscheinlich auch hier wegen der Verkabelung, Schlauch und den Rest auch da. Ich sag mal, man kann ja immer was Schöneres bauen, aber zum Testen sollte das erstmal gehen. Die Erfahrung muss man sich halt sammeln. Viele werden jetzt sagen, stimmt, nein, das geht gar nicht, aber Erfahrungen sammeln. Ich sag mal, es geht wahrscheinlich nicht bei dem Projekt um Maximalleistung, nein, sondern nein, gar nicht. Einfach das Erlebnis, das Feeling und dafür sollte erstmal zum Starten alles geil sein. Was ich jetzt hier geil finde, wenn man das echt mal richtig verbauen würde, ich sag mal, jetzt original Luftfilter, original, also wenn man die Ansaugung auch nicht sehen würde hier mit den Ladeluftkühlern, er wird das so durchgehen, als wird das ein ganz normaler V6. Ja, und das ist mit bisschen Mühe und ein bisschen Detail. Ja. Sieht das aus, als ob es vom Berg gelaufen ist. Genau. Und das fällt dann gar nicht mehr auf. Weil den Turbo, den sieht man ja gar nicht. Sehr, sehr spät erst, weißt du? Und ganz ehrlich, den sieht man ja auch so nicht, den Turbo. Ja, das finde ich schon geil. Das ist auf jeden Fall Hammer. Ja, also ich wollte das unbedingt so haben erstmal, weil er mir einfach umständlich war. Der war mir einfach zu umständlich. Da war zu viele Sachen. Da hat auch der Turbogockel war ja auch hier, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Turboschmiede, der war ja auch hier, der Ruven und beide haben auch gesagt, die Ansaugung, also Drosselklappe, wenn da mal abfällt, da hast du ein Theater. Ja, das Problem kenne ich ja auch von meinem Fahrzeug. Da durfte ich mich auch einmal auf der Autobahn Wagen aufbocken und das ist dann sehr gefährlich. Halt, ich sag mal, bei mir kam es so ein bisschen besser dran, aber wenn hier wirklich was abfliegt, der Hubel geht ja sofort aus, da kommt man keinen Meter mehr weit. Und so das überfettet, das ist sofort aus und man steht da, muss ADAC anrufen. Genau. Vielleicht ist das eigentlich in 30 Sekunden erledigt, wieder eine Schlauchstelle da dran zu machen, aber wenn man nicht dran kommt, kommt man nicht dran. Da kommt man nicht dran und hier kommt man direkt dran. Hier, zack, weil die Drosselkappe wird hier sein, im Originalzustand. Ne? Ich bin auf den Sound sehr, sehr gespannt, Ahmed. Auf den Sound. Also der Sound, der wird bestimmt... Ja, aber mit der Ansaugbrücke. Aber mit der Ansaugbrücke. Das wird bestimmt richtig krass sein. Also, die Autos, die ich immer live gehört, auch Viertel Meile oder so live gehört habe, die waren, also VR6 ist vom Klang einfach ein Erlebnis. Das ist gerade mit Turbolader. Turbolader. Das ist nochmal eine ganz andere Schiene, wenn dann der Ladedruck reingreift und dieses
diese Aggressivität, man spürt das richtig, wie aggressiv, genau, wie brutal er nach vorne, genau, gehen möchte. Das kannst du echt, das macht, weil schon sehr viel Spaß. Hier das Geile ist, wenn er hier ansaugt hier und dann nochmal schön verteilt und wenn du das nochmal hörst, wird das schon bestimmt ganz anders sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich freue mich drauf und was ich jetzt geil finde, die Optik wird geil aussehen. Nicht dieses typische VH6, wie wenn man das jetzt hier sehen würde, Janet, guck mal. So sieht das dann aus, weißt du mal? Und das mag ich immer, meinst du? Ja, das ist, ne? Hier hast du die Ansaugung, hier hast du den Turbo direkt. Und dann ist der immer so ganz frei so. Weißt du, da fehlt ja was. Und so hast du die originale Ansaugbrücke. Weil bei VH6 macht die Ansaugbrücke sehr viel aus. Ich meine, wenn ich VH6 sage, dann denke ich immer an diese Ansaugbrücke. Bei mir ist das so. Ja, weil man die ja nicht anders kennt. Und hier, ja, sieht einfach, da fehlt was. Man merkt, da fehlt, man was, fehlt was. Ja? Ja, viele bauen das ja um, dass die Ansaugung dann hier rüber geht oder so. Aber ich sag, man kann ja auch mal was anderes probieren. Man muss ja nicht immer auf Maximalleistung getrimmt fahren. So ist es. Sag mal, nachher sieht man das ja beim Abstimmen und beim Fahren. Wenn, ja, die Eindrücke hundertprozentig okay sind, dann, ja, kann man es auch lassen. Das ist, ja, also hier gehen wir natürlich nicht auf Maximum. Hier geht es auch nicht. Ich meine, wenn ich jetzt im Endeffekt 300 PS oder 350 PS habe, reicht mir völlig aus. Und wenn ich auch an Leistung verlieren sollte, ist mir auch egal. Hauptsache die Optik sitzt so gut. Ja, das ist. Man macht auf dem Treffen die Haube auf. Jeder denkt, ah, das ist ja ein normaler VH6. Und dann sagst du, nein. Guck mal weiter hinten. Guck mal tiefer rein. Guck mal tiefer. Überraschung ist da. Oh, er ist aufgeladen. Ja, also das, ja. Schockmoment. Deswegen mit der Ansaugung muss ich mir echt was einfallen lassen, schauen, wie ich das hinkriege. Aber das Geile wäre ja das hier, Jelle, guck mal bitte. Das wäre eigentlich das Geilste hier. Von Ladeluft, Kühler hier, ach, vom Turbo direkt zum Dings. Große Klappe, ist doch geil. Kurzen Bogen rein, so, zack. Kurze Wege, fertig. Ja, fahre ich halt nur mal so 1 Kilometer und... Kurz, ey, du hast doch auch bestimmt richtig Power. Am Anfang. Und dann wird es irgendwas zu heiß. Naja, das ist schon. Nein, natürlich müssen wir das Ganze. Ich schätze mal, ich werde das so verlegen, so rein, so hier drunter und dann zack, hier drauf. Ja, da gibt es ja Möglichkeiten. Ich habe viele Ladeführungen selber gebaut und meistens ist es immer so, man muss ohne Ende Bögen, Samko-Schläuche oder auch welche Hersteller auch immer, ja, den Ladekühler und dann muss man kreativ einfach an dem, genau, Tag selber bauen. Also so es gibt viele Lösungen, viele Wege, aber jeder baut ja den Motorraum auch anders auf. So und dann muss man halt individuell gehen, wie man was verbaut hat, ob da irgendwo vielleicht noch ein Catchstand kommt oder so, das sieht man ja dann alles. Ja. Dann kann man ja individuell gerade bauen, ne, und dann, ja, wird das alles schön. Ja, also, das wird geil. Ahmed, ich danke dir auf jeden Fall, dass du gekommen, ja, bist. Ich danke auch. Hast du Instagram? Nein, leider nicht. Leider nicht. Auf jeden Fall schöne Grüße an deine Kollegen, ja, hier. Und wenn ihr mal irgendwann ein Treffen habt und ich in der Nähe bin, vielleicht komme ich mal rum. Ja, danke. Ja. Vielleicht mit dem hier. Ja, das wär super. Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich mich auch freuen. Da warten wir auf dich. Ja. So, Jelle, danke. Hier, mein Kameramann heute, Jelle. Dankeschön. Jawohl. Da kommt ja auch noch was hier mit Jelle, mit dem Auto hier. Weißt Bescheid? Das machen wir. Das wird richtig geil. Also seid gespannt. Dir erzähle ich das gleich, aber das wird echt geil. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutorial. Bis dann. Bleibt gesund. Jo.